Hallo und herzlich willkommen zu Bloons Tower Defense 6. Ja, ich habe ja bereits ein paar Videos zu Teil 5 gemacht, jetzt vor ein paar Tagen. Ich glaube, ach, keine Ahnung, wann das letzte Video erschienen ist, Leute. Ich hatte jetzt mal wieder Lust, ein bisschen Teil 6 zu spielen, auch weil jetzt ein Weihnachtsupdate kam, was man, glaube ich, eigentlich erkennen kann an der wunderschönen Lobby. Ja, das Blöde ist, wenn ich jetzt beide Spiele parallel bringe, kann so ein bisschen verwirrend werden. Deswegen, also ich habe Playlisten angelegt, Leute. Also wenn ihr mal auf Playlisten auf meinem Kanal geht, dann könnt ihr da durchgucken. Ich kann auch machen, dass ich quasi die Logos der einzelnen Spiele auf die Thumbnails klatsche. Dann werden die leichter zu unterscheiden. Aber darum soll es erstmal gar nicht gehen, denn ja, das Weihnachtsmann ist da und es gab ein Update, nämlich der Typ, der Affe, von dem ich in Teil 5 vor einer Woche gesagt habe, dass er kacke ist. Der kam jetzt mit dem Update dazu. Wir müssen 500.000 Bloons platzen lassen, um den freizuschalten. Ist aber das Geschenk hier unter diesem Baum. Und ja, das wollte ich halt zusammen mit euch außerdem machen. Außerdem wollte ich, wir haben jetzt zum Event einige neue Dinge, die limitiert sind, nur noch 31 Tage, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Deswegen will ich jetzt erstmal ein paar Trophäen farmen, um die ganzen Sachen freizuschalten. Das mache ich aber natürlich nicht nur in den Videos. Und außerdem, ich wollte noch einen Skin für meinen Helden kaufen. Nämlich den guten Jungen hier. Was ist das? Hol dir jetzt alles. Held, Heldenskin. Verzierungseinem, was zur Hölle? Nein, 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 nein. Ich will mir einfach nur einen Skin holen. Denn der sieht ziemlich nice aus. Und Benjamin ist mein Lieblingsheld, einfach weil er Geld hacken kann. Nice auf jeden Fall. So, sagt er irgendwas? Schauen wir nicht. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall den Skin ausgerüstet. Der hat 2500 Geld gekostet. Das heißt, wir machen das einfach mal hier, um Trophäen freizuschalten. Wir machen mal das Odyssee-Event. Und zwar, ja, wir machen das mal auf Mittel. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal die Affen aussuchen, die wir haben wollen. Spam ich jetzt erstmal und mache alle weg. So, Held. Mache ich natürlich meinen Benjamin, der hoffentlich den Skin ausgerüstet hat. Ja, stimmt. Der ist dann wahrscheinlich hier, ja, der ist Militär. Stimmt, dann ist das ganze Setup ja verändert, wenn ich den dann freigeschaltet habe. Kacke. Dash ist nicht so nice. So, wir bestimmen jetzt erstmal, welche wir mitnehmen wollen und nicht die Menge. Helikopter auf jeden Fall auch. Was haben wir denn für Maps? Ja, ja, ja. Wir brauchen definitiv Wasseraffen. So, einen Sniperaffen, den will ich auch haben. So. Und ja, U-Boote können wir auch nehmen. So, dann würde ich gerne einen zweiten Superaffen, einen zweiten Zauberaffen nehmen. Zweiten Helikopter auf jeden Fall auch. Und einen zweiten davon und einen zweiten davon. Haben aber immer noch ein bisschen Platz, deswegen hole ich nochmal einen weiteren Helikopter. Und keine Ahnung, was sollen wir einen weiteren Superaffen holen, Leute? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir nehmen mal einen weiteren Superaffen und wir können immer noch zwei holen. Heißt, ich hole mir dann. Ach. Warte, das speichert sich ja. Wir können ja nochmal kurz die Maps angucken. Ja, da ist wirklich nicht so viel Land bei. Wir können uns aber, glaube ich, nochmal trotzdem zwei Flugzeuge gönnen. Obwohl, nee, die passen da, glaube ich, gar nicht hin. Menno, Leute. Kacke. Ich hole mir einfach zwei Eisaffen. Obwohl, zwei Eisaffen sind zu viel, Mano! Dann nehmen wir einfach nochmal ein Affendorf. Warum auch nicht, ne? Odyssey starten. Alter Vater. Ich werde die einzelnen Runden natürlich auch ein bisschen cutten, Leute. Einfach, weil es sonst viel zu viel werden würde. Und ich würde sagen, den Zauberaffen stelle ich mal hier hin, damit der Ende und Anfang erwischen kann. Alter, der regelt auf jeden Fall. Jetzt gerade müssen wir noch 60 Runden absolvieren. Aber das dürfen wir easy hinkriegen. Und lol, hier sind jetzt sogar Schneesachen auf der Map. Das ist ja cool. Und da ist ein Geschenk versteckt. Aber ich konnte es nicht anklicken, Menno. Für die Leute, die den Odyssey-Modus nicht kennen, wir spielen quasi mehrere Maps hintereinander, die wir alle absolvieren müssen. Wenn wir ein Leben auf einer Map verlieren, verlieren wir auch insgesamt Leben. Das heißt, wenn ich ein Leben verlieren würde, würden wir in der nächsten Map mit 99 Leben starten. Ja, und wenn wir eine der Maps verkacken, ja, haben wir halt verkackt, ne? Selbsterklärend, glaube ich. Und ich weiß jetzt nicht ganz, worauf ich sparen sollte. Vielleicht auf einen Sniper-Affen, vielleicht aber auch auf einen Eisaffen, den ich dann hier hinstelle. Ich hatte noch ein bisschen ungünstig gesetzt. Ich glaube, ich starte nochmal neu. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, dass wir uns einen Sniper-Affen holen.
Denn von hier aus kann der alles treffen. Das ist natürlich sehr praktisch. Zack. Dann müssen wir auch nicht mehr so lange warten, wenn ein paar durchgehen, die der Zauberaffe nicht hinkriegt. Auch wenn der Sniperaffe natürlich am Anfang noch ziemlich kacke ist. Denn der schießt echt langsam und kriegt immer nur eine Schicht hin. Aber dafür ist ja der Zauberaffe da. Der kann das ja besser. Nachtsichtgerät. Schnellfeuer. Alter, der sieht cool aus. Der sieht wirklich nice aus. Ich glaube, ich stelle ihn hier hin. Let's make some noise. Ja, genau. Oh, ich dachte schon, die Musik läuft durchgehend. Das wäre nicht so nice gewesen. Rein theoretisch könnte man komplett mit dem Freibeuteraffen starten. Denn mit dem Upgrade tun Runde 40 und 60 einmal einfach gar nichts mehr. Denn er kann damit einfach die Schiffe aufsaugen. Die blauen und die roten. Nicht mal nur die blauen. Diese Fähigkeit ist aber so krass. Und ja, ich glaube, ich spare darauf, ne? Affenpirat aktiviert oder Affenpiraten. Okay, sind es mehrere? Ne, das ist alleine. Oh, guck mal, wie episch der aussieht. Alter. Ich finde ihn einfach jetzt schon so viel mehr Kills hat als der Zauberaffe. Lol. Next level. Jetzt sagen wir, gehen mal hier beim Zauberaffen noch ein bisschen drauf. Denn Nekromant ungeplatzte Armee ist auch ein mega krasses Upgrade. Junge, ich habe einfach das Spiel komplett durchschaut. Ich kenne einfach die ganzen krassen Upgrades. Denn jetzt beschwört er Bloons. Und oh nein. Nein. Ja, er beschwört Bloons, die dann in die falsche Richtung gehen. Und die Bloons, die uns bedrohen, halt ausschalten. Das ist normalerweise ziemlich OP. Aber der macht das an der hintersten Stelle, die er erreichen kann. Und er kann da dann den Ausgang erreichen. Mann, jetzt muss ich den umstellen. Gehen wir natürlich direkt auf Nekromant. Wirklich, ohne das Feuer-Upgrade in der Mitte sieht er halt echt episch aus. Oh. Jetzt konnte ich euch die Fähigkeit gar nicht zeigen. Die haben einfach komplett geregelt. Oh, Menno. Und wirklich, die Fähigkeit ist halt richtig krass. Aber ja, ihr seht, der beschwört die Bloons und die gehen zurück. Und er hat jetzt schon fast 1000 Kills. Wenn ihr jetzt nur mal die Bloons Tower Defense 5 Videos gesehen habt, guck mal, wie groß der Superaffe einfach hier ist. Der ist absolut riesig einfach. So. Super Reichweite. Dafür ist aber natürlich immer noch genauso krass. Und ich glaube, ihn größer zu machen war eine gute Entscheidung. Ich meine, von dem sollte man nicht zu viel setzen können. Und ich möchte mal einen Eisaffen setzen. Kann man beim Eisaffen irgendwie auf Range gehen? Arktischer Wind. Stimmt, ich gehe mal auf die Mitte. Aber ich glaube, ja, wir gehen aber mal auf unten. Kann der überhaupt irgendwas treffen? Arktischer Wind. Nö, kann nichts treffen. Ich stelle mir mal weiter nach vorne. So. Größerer Radius. Regenfrieren. So. Arktischer Wind. Schon besser. Schneesturm. Okay, ich würde sagen, wir setzen mal das Dorf hier hin. Geht das auch hier hin? Hä? Ja. Nice. Yay, Verfolgung. Yay, IFR. Das ist einfach zu krass, diese Fähigkeit. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man das wirklich erkennt. Ah, wunderbar. Wir haben die erste Map geschafft, Leute. Okay, bei der zweiten Map werde ich mich, glaube ich, ziemlich kurz fassen. Leute, ich nehme schon so lange auf. Und wir haben gerade erst die Hälfte geschafft. Oh mein Gott. Wir sind so tot. Nein, okay, das kann ich entfernen. Aber heilige Scheiße, nein. Ja, ich nehme wieder den Freibeuteraffen als erstes. Aber Gott, nein. Offensichtlich doch. Mann. Oh lol, da schwimmen Haie. Was beschützt man auf dieser Map eigentlich? Haben die Affen irgendwie eine Stadt mitten auf dem Meer? Ist ein bisschen weird irgendwie.
Oh mein Gott. Never ever. Junge, ich habe aber diese verdammte Map. Ich habe sie einfach komplett verarscht. Leute, mit dem Upgrade arktischer Wind auf dem Eisaffen kann man, wenn der das über Wasser macht, einfach da Affen draufstellen. Oh, wie cool. Oh, das wusste ich nicht. Das ist natürlich keine gute Position für einen Sniper-Affen, aber das ist schon ziemlich cool. Stellt euch vor, aber oh mein Gott, da passt ein Helikopter hin. Oh, wie cool. Passt hier dann eigentlich ein Helikopter hin? Sieht irgendwie nicht danach aus, oder? Ich glaube, den muss ich hier hinpacken. Ich glaube, sonst geht das gar nicht. Junge, das ist einfach so ein Helikopterplatz. Oh, wie cool. Oh, stimmt. Fähigkeit. Oh, das ist so cool, Leute. Oh Gott, Leute. Mit dem Upgrade Schneesturm wird das sogar noch besser. Jetzt ist die Range einfach verdammt nochmal riesig. Kann man da eigentlich... Da kann man gar keine Wasseraffen mehr hinstellen? Doch, kann man. Da kann man dann alles hinstellen. Das ist schon ziemlich cool, Leute. Ich glaube, ich habe mich gerade in den Eisaffen verliebt. Und da passt ein Superaffe hin. Haha, wie cool. Den setze ich dann hier hin. Auch wenn das keine so tolle Position für den ist, weil er so eine riesige Range hat. Wieso schwebt er über einem Miniaturberg? Yeah, boy. Ich sag einfach mal nichts. Yeah! Oh, da sind immer noch Sachen drauf. Kann ich dann aber... Ah, kann ich trotzdem drüber setzen. Huh. Go upgrade, das viel zu überpowered ist. Next level. Yay. Und Leute, die letzte Map, die vor uns und unserem wunderbaren Schatz steht. Odyssey fortsetzen. Ja, ich habe gar keinen Bock auf meinen Job. Okay, wir spielen im einfachen Modus allem Anschein nach und wir müssen nur bis Runde 50 spielen. Oh. Hä, wie verdammt useless ist das denn? Die können nur auf die Brücke schießen. Ja, Leute, der rote Bereich da links, der zeigt uns, dass er da nicht hinschießen kann. Wow, das bringt uns ja sehr viel. Wow. Okay, wir packen den einfach mal hier hin, oder? Man kann ja viel treffen. Oh, alles ist weihnachtlich dekoriert. Auch wenn das irgendwie gar nicht zum Map-Theme passt. Ach, die kommen teilweise von anderen Seiten! What? Wait, what? Wir müssen das jetzt komplett auf die Brücke konzentrieren. Ja, okay, dann ist der hier irgendwie doch keine so schlechte Option. Irgendwie, oder? Aber wir können da wirklich gar nichts hinsetzen. Okay. So, wir gehen dann mal auf Langstrecke und auf Ausguck direkt. Warum auch nicht? So, Jungs, kommt her. Kommt darin, kommt daran. Oh Gott, das wird so schwer. Immerhin müssen wir nur bis Runde 50 spielen. Ach, da kann er jetzt auf einmal durchschießen. Ach, das lag nur in den Bäumen. Ah, macht Sinn. Eigentlich nicht. Oh, jetzt kommen sie wieder von da oben. Jetzt verkacke ich schon Runde 3 oder was? Nee, ich verkacke immer noch nicht. Traubenhagel. Kommen die wirklich nur aus zwei Richtungen? Oh, das ist eine Katze. Oh, die macht so Geräusche. Oh, wie süß. Ja, so hört sich eine Katze an. Sehr originalgetreu. Und jetzt kommen sie wieder von da oben. Hot Shots. Okay, das heißt, wenn jetzt ein paar durchkommen, dann kann es immerhin noch sein, dass die brennen und dann auf dem Weg zum Ziel sterben. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich sehr stark auf die Wasseraffen gehen. Und Sniperaffen. Der müsste auch gut sein. Die Frage ist, wo passt er hin? Der passt echt nur hier hin. Ach, guck mal, der wird sogar hier reinpassen. Und der wird nicht reinpassen, ne? Nee, der ist zu fett. Ein Eisaffe? Oh ja, ein Eisaffe. Perfekt. Einfach nur perfekt. Ja. Nice. Der passt da wirklich gut hin. Wir gehen aber erstmal hier auf verbesserte Gefrierfunktion. Alter, er trägt erstmal so Ohrwärmer. Oh mein Gott, er hat einen Kill. Er ist so krass. Regefrieren. Boah, ist ja lässig. Ich meine, auf dem Bild sieht er zwar komplett anders aus als in echt, aber egal. Ich bin bisher nie auf oben gegangen. Was kann der da eigentlich? Okay. Dann wird er einfach nur ziemlich muskulös und greift dann wahrscheinlich mehr an.
Ja, die Mitte ist halt, wie gesagt, mehr auf Betäubung ausgelegt. Jetzt hat er seine Brille verloren. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Aber ein bisschen komisch, dass er eine Brille und eine Mütze und Ohrwärmer trägt. Naja, egal. Sagt, was ihr wollt, Leute. Und er hat immer noch nur 4 Kills. Die ersten kommen durch. Er wurde gerade noch so erwischt. Okay, dann setzen wir unseren Benjamin, oder wie auch immer er sich selbst nennt. Ja, ich glaube, hierhin ist das besser. Ja, würde ich auch sagen. Kanonenschiff. Nice. Ja, ich glaube, dann sollten wir auf die Mitte gehen, damit uns der Moor bei Runde 40 nichts anhaben kann. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sehr leicht durchkommt. Eisaffe, bitte mach deinen Job. Vor allem das Dorf ist einfach komplett useless. Cool, ich könnte das jetzt hier hinstellen. Aber sonst passt es nirgendwo hin. Ich könnte mit arktischer Wind rein theoretisch. Ich könnte rein theoretisch auf arktischer Wind gehen. Und dann das Dorf einfach da hinstellen. Mache ich vielleicht auch. Aber ich weiß nicht, ob ich dann aufs Dorf gehe. Wir könnten uns einen Helikopter holen, aber das mache ich nur, wenn es kritisch wird. Ich meine, es wird irgendwie kritisch, aber trotzdem. Nein, einer kommt durch. Ja, wir setzen einen Helikopter. Ich mache ja schon, Leute. Es tut mir leid. Oh, stimmt, der muss ja die ganze Zeit rumfliegen. Wenn die ganze Zeit aus verschiedenen Ausgängen kommen. Ja, oh, der Arme. Oh, das Skimming. Oi, schau doch das Geld. Alter. Ja, damit gehen wir definitiv auf die Mitte. Und stimmt, wir spielen ja auch auf leicht. Kostet das echt nichts. Oh oh. Das muss der aber regeln. Ja, die Bleibloons. Piratenaffe ist der Einzige, der auf die drauf gehen kann. Turn it down. Yes, wir haben das Upgrade. So, dann würde ich sagen, gehen wir auf den Helikopter. Denn der ist ja auch ziemlich nice. Und der ist vor allem für die Runden 40 bis 50 ziemlich gut geeignet. Rasierrotor. Und das ist schon das letzte Upgrade, das ich mir bei ihm leisten kann. Arktischer Wind. Oh, stimmt, da hat er kaum Range. Ja, das ist natürlich kacke. Passt da jemand hin? Das wäre funny. Nee, leider nicht. Schade. Hätte ich cool gefunden. Falls ihr euch fragt, was dieses Sülze von einem Geräusch ist und dieses komische verkrüppelte Dingens, das sieht man ja ab und zu. Das sieht ein bisschen buggy aus. Das macht halt der gute Benjamin. Das ist halt das, womit er die hackt, dass die keine Ableger haben. Das heißt, dass keine Bloons aus denen rauskommen. Schneesturm! Alter. Passt da jetzt ein Dorf hin? Ja, da passt ein Dorf hin. Oh, wie cool. Nice, hier passt ein Dorf hin. Oh nein, das ist ja gar nicht in der Range des Dorfes. Okay. Jetzt? Ja, jetzt schon. Nice, jetzt gehen wir zwar auf ein bisschen Kacksachen. Aber egal. Egal. Nice Beach Ball, würde ich auch sagen. Radarscanner, was überhaupt nichts bringt, aktiviert. Ach, warum mache ich das alles denn überhaupt? Das ist doch nur für den Eisaffen. Naja, jetzt. Jetzt nicht mehr. Oh Gott, was mache ich hier? Jetzt haben wir einen Sniper-Affen, der nirgendwo hinfeuern kann. Na doch, ein bisschen. Er kann auch ein bisschen hier reinfeuern. Was jetzt nicht so krass ist, aber es ist ganz hilfreich. Ich könnte auch jetzt rein theoretisch hier und hier einen Superaffen hinstellen. Aber hier geht's auch. Ja! Nice. Das ist cool. Und diese Palmen hier, die nerven. Oh, man kann die entfernen. Man kann die entfernen. Boah, das waren komische Sounds. Aber jetzt ist alles besser, glaube ich. Primärtraining. Alle Primäraffen um Radius erhalten mehr Reichweite, Durchschlagskraft und Geschossgeschwindigkeit. Das wäre nur eine Eisaffe. Ein bisschen lame. Monumentale Reichweite. Oh Gott, stellt euch vor, man verliert einfach so in der letzten Runde und hat irgendwie so eine Stunde gespielt. Ich habe schon eine Stunde gespielt. Oh Mann. Wenn ich dafür jetzt nicht mega viele Trophäen und mega viel Geld bekomme, dann heul ich. Ja, sterbt alle. Ich hasse euch. Was kann ich noch machen? Ich kann nicht wirklich was machen. Robo-Affe. Yay. Leute, die Odyssee ist abgeschlossen.
Das ist alles. Das sind. Ach so, das sind die Türme, die wir gesetzt haben. Ah. Haben wir was nicht benutzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles benutzt. Das war auch nicht so oft. Alter, ja. Alter. 25 Trophäen. Oh mein Gott. Ich hab einen Piratenaffen bekommen, der genau das war, was ich wollte. Ja. Der ist zwar noch nicht Affenpirat, also der hat die Fähigkeit auch nicht, aber der ist genauso geskillt, wie ich ihn haben will. Und 25 Trophäen. Komm, das ist war nice. Das hat schon Spaß gemacht. Absolviere. Was heißt das jetzt? Okay, ich kann auch rein theoretisch nochmal auch schwer spielen, aber da würde ich aber dieselbe Kacke bekommen. Keine Ahnung. Und ich müsste eine Map mehr spielen. Nein, danke. 119.000 weitere. Ich habe in diesen 4 Runden noch nicht alles geschafft. Ja, ich glaube, ich muss noch eine Runde auf schwer spielen. Ich glaube, das ist dann genug. Und wir können noch einen Punkt skillen. In unserem wunderbaren Skilltree. Ich möchte hier auf dieses Upgrade gehen. Das heißt, der Affenbauer hat einen höheren Radius dann. Das heißt, ich kann mehr Plantagen setzen. Und das möchte ich gerne machen. Ich habe zwar jetzt das ganze Geld ausgegeben, das ich in dieser Odyssee verdient habe. Aber das war's wert. Das ist ein cooles Update. Upgrade. Tschüss, Leute! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Falls nicht, geht auch gerne einen Daumen nach unten. Aber dann schreibt doch bitte Kritik in die Kommentare. Ich fliege hier schon ein paar Loopings. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ach ja, neues Outro.